Hallo liebe Freunde des Funktionsmodellbaus. Wir haben heute hier ein Kundenmodell, das vermutlich so oder so ähnlich bei dem einen oder anderen von euch auch zu Hause steht. Die Basis ist ein Dreiachser Scania von Tamir mit einem Zweiachser Multikipper von Carson und eine Carson Fernsteueranlage 6-Kanal. Verbaut ist die Tamir MFU, die ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, mit anderen Systemen besonders kompatibel zu sein. Aber mit dem einen oder anderen Kniff ist es möglich, unsere Easybus-Lichtanlagen mit der MFU kombinieren zu können. Eine Anleitung oder eine Beschreibung findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Video möchte ich mich in erster Linie auf die Steuerung der Funktionen beschränken. Wir sind hier in der Carson Fernsteueranlage, haben wir das Pad Licht & Sound verbaut. Es ist angeschlossen am linken Knüppel waagerecht, den wir in unserem System K1 nennen. Wir schalten die Anlage ein. Wir starten das Modell über die Schaltkulisse wie gewohnt. Man hört das Piepen der MFU als Bestätigung, als Einsatzbereitschaft. Und wir starten auch den Auflieger. Am rechten Knüppel senkrecht kann nun wie gewohnt der Motor gestartet werden. Nach oben wird gehupt. Und linker Knüppel ist wie gewohnt Gas und Bremse. Was jetzt schon zu sehen ist, wir haben hier das Brems- und das Rückfahrlicht und auch das auch am Auflieger. Das funktioniert über den KLM 416, das hat einen Infrarot-Sendeausgang. In diesem Multikipper ist unser Infrarot-Empfänger, der Keep 622 verbaut, der die Infrarotsignale empfängt und dann eben an die Busleitungen weitergibt. Wir können die Lichtfunktionen über das Pad steuern, aber nicht nur die Lichtfunktionen, sondern auch die Stützen. Lange nach unten gedrückt, steuert die Stützen. Lange nach oben gedrückt, steuert die Stützen nach oben. Dasselbe gilt für die Mulde. Lange nach oben gedrückt, steuert die Mulde nach oben, lange nach unten gedrückt, steuert die Mulde nach unten. Vorne sehen wir das bekannte Kurvenlicht, was bereits von unserer Easybus-Lichtanlage gesteuert wird. Das heißt, von der MFU werden keine Lichtfunktionen mehr verwendet, sondern ausschließlich der Vibrationsmotor, der Fahrtenregler und der Sound. Die Lichtfunktionen werden über unser Pad gesteuert. Wir haben hier das Standlicht, wir haben das Abblendlicht, das Fernlicht, den Nebelscheinwerfer und hier haben wir noch das Rundumlicht an einen der Zusatzausgänge, das KLM 416 angeschlossen und auch die Sattelkupplung, die man hört. Man hört das sehr gut.